Letzte Handgriffe am neuen Königsplatz. Nach 21 Monaten Baustelle fehlen nur noch wenige Kleinigkeiten, bis am Sonntag alles fertig ist. Dann nämlich wird das neue Haltestellendreieck feierlich eröffnet. Es ist sozusagen ein Big Bang. Es werden die Linien neu geordnet. Es wird aber vor allem am 15.12. einen Festtag geben, der um 4.37 Uhr beginnt und natürlich spätabend um Mitternacht erst endet. Und wir sind guten Mutes, dass viele, viele tausend Augsburger diesen Platz an dem Tag auch besuchen werden. Das Interesse ist auf jeden Fall jetzt schon da. Schließlich ist der neue Königsplatz ein Meilenstein für die Stadt Augsburg. Wir werden einen Königsplatz bekommen, bei dem 110.000 Menschen ein-, aus- und umsteigen können, mehr Platz zur Verfügung haben, Barrierefreiheit gegeben ist, Raum ist für Umdenken, auch was die Benutzung von Verkehrsmitteln anbelangt. Die Attraktivität von Bussen und Bahnen wird dadurch als Verkehrsmittel gesteigert und das ist absolut zukunftsweisend. Autofrei, barrierefrei, modern und übersichtlich, das alles soll der neue Königsplatz sein. Und er ist das Herzstück der ebenfalls neu gestalteten Innenstadt. Die Fußgängerzonen laufen hier zusammen. Wir haben die Umsteigestelle sozusagen in die Innenstadt jetzt mit einbezogen, weil keine Straße mehr durchgeht. Der autofreie Königsplatz ist der absolute Hit. Statt Autos fahren hier dann ab Sonntagmorgen 4.37 Uhr wieder Straßenbahnen. Insgesamt schleichen wir uns allmählich ein in den 5-Minuten-Takt. Etwa ab 10.30 Uhr wird es anstelle des am Sonntag üblichen Viertelstundentaktes einen 7,5-Minuten-Takt geben und dies bis in den frühen Abend hinein. Funktionierendes Haltestellendreieck, neu gestalteter Park und autofreier Platz, das alles kann am Sonntag zum ersten Mal zusammen erlebt werden. Der Countdown für die große Neueröffnung des Königsplatzes läuft.